Daniela Wartes hier. Heute erfülle ich mir einen Kindheitstraum und nehme ein Barbie-Kleid. Und zwar cosplay ich Erika aus Prinzessin und das Dorfmädchen, meinem absoluten Lieblings-Barbie-Film seit meiner Kindheit. Erika ist echt cool, aber die Figur ist noch aus einem zweiten Grund besonders für mich, denn sie ist Schneiderin und 19 Jahre nach Veröffentlichung des Films bin ich selber Hobby-Schneiderin. Wer hätte das gedacht? Also, los geht's! Ich habe mir für Erikas Kleid diesen etwas gröber gewebten Baumwollstoff ausgesucht und schneide erstmal einen Tellerrock zu. Im Referenzbild sieht es so aus, als ob die rosa Mitte ein Unterrock sein soll und der blaue Überrock so vorne offen ist. Ich habe schon Leute gesehen, die das so genäht haben, aber ganz ehrlich, ich empfinde das als unnötige Stoffverschwendung und werde diesen Effekt faken. Ich habe jetzt hier ein Viertel rosa und drei Viertel blau und die Öffnung wird hinten seitlich sein und leider nicht direkt in der Mitte. Ich konnte es nicht anders zuschneiden, aber das ist egal, denn man sieht die später eh nicht. Die Streifen mit dem Blumenmuster kriegen eine Vorder- und eine Rückseite und dann kommen die hier zwischen den rosanen und dem blauen Stoff und dann kann man sie später aufklappen. Und dann ist es fast sowas wie ein Überrock und ein Unterrock. Aber bevor ich irgendetwas zusammennähe, lasse ich alles mindestens über Nacht aushängen. Das sollte man immer tun bei Tellerröcken, denn da, wo der Stoff im schrägen Fadenlauf hängt, verzieht er sich nachher noch. Seht ihr? Ich habe erstmal nur die Längsseite zusammengenäht und um hier gleich eine super ordentliche Kante zu bekommen, werde ich eine Untersteppnaht nähen. Dafür ziehe ich meinen Stoff glatt und lege beide Nahtzugaben auf die Seite, die später hinten ist. Dann nähe ich ganz knappkantig die Nahtzugaben auf der Rückseite fest und dabei halte ich die beiden Stoffstücke so ein bisschen auf Spannung. Das sieht dann so aus und jetzt kommt das Coole. Ich werde es noch bügeln, aber auf jeden Fall ist der Stoff jetzt so fixiert, dass diese Kante, wo sich die beiden Stoffstücke treffen, immer auf der Rückseite liegt, auch wenn ich versuche, sie nach vorne zu drehen. So bekomme ich eine perfekte, saubere Kante, ohne dass ich sie von oben absteppen muss. Ich liebe Untersteppnähte. Und jetzt kürze ich die Rockteile auf die Länge des Blümchenstreifens plus Nahtzugabe für den Saum. Ich möchte hier einen doppelt umgeschlagenen Saum nähen. Das kann bei Tellerrücken nervig sein, weil der äußere Kreisumfang größer ist und wenn man dann den Saum umschlägt, gibt es so doofe Falten. Normalerweise muss man dann den Saum ganz ordentlich in Form bügeln, aber ich glaube fast, mein Kreis ist groß genug, dass ich auch nur mit Stecken zurechtkomme. Den ganzen Saum nähe ich mit einem Blindstich fest, sodass von außen keine Naht sichtbar ist. Und dann kommt auch schon der Bund. Der Bund ist dieser gefaltete Streifen hier und die Oberkante des Rocks muss ich jetzt noch etwas raffen, damit sie genau zu meinem Taillenumfang passt. Und die offene Stoffkante verstecke ich dann noch unter diesem Band aus meinem Vorrat. Ich habe aber noch ein Detail, mit dem ich nicht so ganz glücklich bin. Mein rosa Streifen hier läuft relativ gerade nach unten, aber eigentlich müsste es eher so sein. Ich weiß, woran das liegt. Mein rosa Mittelteil ist nämlich ein ganz normaler Viertelkreis, so. Und für den Effekt hätte ich meine Schnittteile eher so zuschneiden müssen. Wieder was gelernt fürs nächste Projekt. Kommen wir zum Oberteil. Dafür werde ich diesen Jackenschnitt abwandeln, den ich schon habe. Wenn ich mein Teststück ein bis zwei Größen kleiner nähe, dann sollte aus einem Jackenschnitt auch ein Oberteil werden. Und ich habe mich speziell für dieses Schnittmuster entschieden, weil der Ärmel aus zwei Teilen besteht. Hier sieht man jetzt, warum ich glaube, dass der Ärmel geeignet ist für mein Kleid. Denn beide Ärmelteile sind so gebogen. Das da kommt nachher an der Seite dran. Und dadurch, dass der Ärmel nicht komplett gerade ist, gibt sich so eine minimale Biegung am Ellenbogen. Und ich denke, genau das hilft mir bei der Beweglichkeit, weil ich ja mein Oberteil aus einem nicht elastischen Stoff nähen werde. Das passt schon ganz gut. Nur der Ärmel ist noch ein bisschen zu weit. Auf meinem angepassten Teststück zeichne ich jetzt Erikas Oberteil an und dann zerschneide ich das Teststück wieder entlang genau dieser Nähte. Und schon habe ich ein neues Schnittmuster, das mir auch garantiert passt. Das ist dasselbe Prinzip wie bei der Frischhaltefolie und Klebebandmethode, nur dass die Stoffvariante sich auch für Schnitte eignet, die nicht super hauteng sitzen sollen. Hier ist mein Teststück und bis auf ein paar Kleinigkeiten sitzt es richtig super. Ich bin begeistert, wie gut ich meinen Arm bewegen kann, denn Armkugeln nähen ist für mich irgendwie immer schwierig. Ein zweites Teststück und ein paar Änderungen später kann ich endlich das richtige Oberteil zuschneiden. Ich musste hier ein bisschen puzzeln, aber der Stoff hat gerade so gereicht. Und das sind meine fertigen Schnittteile. Diese pixelige Textur vom weißen Mittelteil interpretiere ich so, dass das geraffter Stoff sein soll. Darum raffe ich mir ein Rechteck aus weißem Baumwollstoff auf die Breite meines Schnittteils zusammen und nähe es an der Oberkante fest. Dann wollte ich ordentliche Falten legen und an der Unterkante festnähen, habe aber gemerkt, dass es besser aussieht, den Stoff zuerst auch in der Mitte unter der Brust zu raffen.
Sobald dieses Teil dran genäht ist, werde ich nicht mehr wirklich gut an die obere Kante drankommen, um sie zu versäubern, deshalb mache ich das jetzt. Ich habe hier schon mal ein Stück Schrägband dran genäht und das wird jetzt mit der offenen Kante nach hinten gefaltet und da von Hand festgenäht und dann habe ich eine wunderschöne Kante. Noch die rosa Bänder drauf und dann kann ich das Oberteil zusammensetzen. Den Halsausschnitt versäubere ich mit einem Beleg. Das ist quasi ein teilweise Innenfutter, wenn man kein komplettes Futter nähen kann oder will. Die Nahtzugaben nähe ich mit einer Untersteppnaht am Beleg fest und jetzt schaut euch diese perfekte Kante an. Genau für solche Stellen ist die Untersteppnaht da und habe ich schon gesagt, dass ich diese Technik liebe? Das hier ist der Ärmel. An die Unterkante der Ärmel kommt jetzt ein Streifen geraffter Tüll. Praktischerweise hat Erika noch dieses rosa Band am Ärmel. So kann ich den Tüll nämlich links auf links annähen und benutze dann dieses Sonteurband, um die Nahtzugaben darunter zu verstecken. Als nächstes kann ich die Seitennähte schließen, den Reißverschluss einnähen und noch einen Tüllstreifen am Saum hinzufügen. Diesmal verstecke ich die Nahtzugaben unter einem Stück Strägband auf der Innenseite. Und das letzte Detail sind diese beiden Schleifen an den Ärmeln. Ich liebe mein Erika-Kleid. Es ist wunderschön und so bequem. Wenn ich mich so drehe, fühle ich mich schon fast wie eine Prinzessin. Die kleine Lavatis von vor 19 Jahren wäre so neidisch. Apropos Prinzessin, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht widerstehen konnte, auch Annelieses Kleid zu nähen. Zu einem guten Teil auch, weil ich solche Aufnahmen machen wollte. Das sieht so cool aus. Ich könnte das stundenlang angucken. Also, es wird auch noch ein Anneliese-Cosplay-Video kommen, hoffentlich bald. Und wir sehen uns dann. Ciao!